Weiter mit Civ 6. Wunderschönen guten Abend an alle Damen und Herren auf Twitch und auch an die Leute, die auf YouTube mit dabei sind. Grüße Richtung Österreich an Austrian. Danke fürs 16. Abo. Belair, danke fürs 11. Kankuso, danke fürs allererste. Viele Leute hier. Wie viele Städte wir mittlerweile haben? Ich glaube 13. Frag mal die anderen Sarkasmen. CWB, zieh, gerne. Ah, hier, unser erstes Artefakt. In 7 Runden bringt ein Zeitalterpunkt. Wir könnten uns das ersparen, aber das sehe ich überhaupt nicht ein. Ein Artefakt. Bonus für den Verbrennungsmotor. Und jetzt lohnt sich auch ein nächstes Spickzettelchen, weil wir bekommen viele große Werke. Archäologiewerke jetzt. Bitte nicht verwechseln mit den Werken von Bösewichtern. Also die große Herrscher machen die, die wir blöd finden. Die haben selber keine archäologischen Werke. Die haben archäologische Werke, weil es Arsch geeignet ist. Das ist was ganz anderes, ja? Auch die Musikinstrumente, die in deren Sendezentren ausgestellt werden, das sind Arsch geeignet. Das ist was ganz anderes als das, was wir machen. Wir haben hohe Kunst und wir sind nette Leute. Also wir entdecken hier irgendwo eins von uns, von Eleonore. Eine Maske in Bullhaven ausgestellt aus der Antike. Okay. Unser erstes großes Werk hier. Ob noch weitere Städte geplant sind, Hannibal? Nein, das kommt drauf an. Ach, wir haben immer noch nicht den Kontinent hier erkundet. Das hatten wir ja vor, ne? Ob hier irgendwas Spannendes spawnt, das sollten wir echt mal machen. 2 Geländefelder gedüngt. Industriezeitalter, 3 Zeitalterpunkte. Heureka für die Raffinerie. Fabrik, ein extra Schritt hier vorne auf jeden Fall. Kohlekraftwerk, 14 Produktion mehr. Und mittelbar durch eine Sonderfähigkeit unserer Zivilisation nochmal 3 oder 4 mehr Produktion. Ich glaube 4, ne? Für die Fabrik, weil, ich kann es immer wieder nur sagen, bestaunen und zeigen, Werkstatt der Welt und für jedes Gebäude, das mit Energie versorgt, einen Extra-Bonus bringt, da nochmal 4 drauf gibt. Das gilt auch unsere Fabrik, die bekommt dann auch 4 drauf. Wunder, wenn wir noch viele Bauern-Eisbär, garantiert. Spion ist da. Ja, weitere Spione bauen wir. Aber die würde ich dort bauen, wo wir nichts Spannendes vor uns haben. Und hier wollen wir gerne ein Forschungslabor errichten. Da ist ein Händler. Vierer Nachbarschaftsbonus hier, nicht nur ein Dreier. Könnten wir jetzt kaufen und hier bauen. Oder ziehen erstmal das Forschungslabor zu. Weil das extrem viel bringt hier bei uns. Ihr seht den extremen Bonus. Normalerweise würde ich immer sagen, zuerst Industriegebiet, dann den Rest. Aber in dem Fall... Ganz schnell. Industriegebiet. Wenn es so ein Nachbarschaftsbonus ist, der ist bei 4, da ist die Verdopplung schon drin, die wir bekommen. 1 durch 2 Bezirke, 1 Punkt. 1 Punkt durch den Regierungspalast, 2. 2 durch den Staudamm, 4. Leute, das ist ein 8er Bonus. Die Politikkarte ist noch nicht eingerechnet. Das ist de facto ein 8er Bonus. Von 38 rauf, komm, wir machen das. Das lohnt sich. Kommt eventuell gleich der Theaterplatz hin. Dann könnten wir noch Weizen entfernen. Damit geht es bitte die Eisenbahn hier runter. Eisenbahnlinie nochmal verlängern, bitte. Hier unten geht es hin.
Ah, und den, genau, an London haben wir schon. Das heißt, jetzt können wir die neuen Städte boosten. Und damit boosten wir jetzt natürlich Bologna. Damit es hier viele Bürger gibt, die Loyalitätsdruck ausüben auf die fremden Städte. Ja, Northbourne, das ist gemein, aber leider korrekt. Ich würde voll immersiv spielen hier, also total in der Spielwelt aufgehen. Weil wir spielen London, wir spielen Industriezeitalter und London geht gleich im Smog unter, so wie wir spielen. Das stimmt, ja. Das ist ebenso peinlich für mich wie korrekt. Ich kann das nicht leugnen hier. Ein Karaoke-Hügel. Ein Sägewerk. Ja, im Chat war ich euch nicht einig, ne? Ob ich Industriegebiet bauen soll oder was auch immer. Und ich hätte Demokratie voll vorgetäuscht. In Wahrheit sei das hier eine Bürokratie. Leute, es ist eindeutig, ihr dürft alle eure Meinung frei sagen. Wirklich. Hundertprozentig. Und eure Meinung wird auch berücksichtigt. Also je nachdem, welche Meinung geäußert, wird die auch berücksichtigt bei der Art der Sanktionen, die die Chatmoderatoren danach über euch verhängen. Ja? Also. Meinungsfreiheit heißt, jeder darf seine Meinung frei äußern, aber bedeutet natürlich auch, man muss Verantwortung dafür übernehmen, welche Meinung man gesagt hat und ob die mir passt oder nicht. Damit, also das ist natürlich auch, aber das ist überall so auf der Welt. Man muss damit schon leben dann, ja. Hier können wir gerade gar nichts machen. Vier Aktionen. Eine nur noch, der bleibt zum Reparieren hier bei Katastrophen. Jetzt kaufen wir uns hier doch was dazu, damit wir ein bisschen Nahrung hier bekommen. Und das ist ein neuer Spion, eine neue Spionin. Und die schicken wir jetzt zum Werkeklauen, zu den Galliern hin. In sechs Runden hier. Und hier bitte Werke mopsen. Haben wir alle Werke ausgestellt? Ja. Haben wir alle Werke auch in Grenzstädten? Kann es sein, dass wir in einem unserer Amphitheater in Grenznähe, dass wir da Werke umstellen sollten? Bologna ist noch nicht fertig. Mercantani ist noch nicht fertig. Da können wir im Augenblick nichts machen. Dann. Genau, das ist die Taurokratie, die Herrschaft des Bullen. Das hast du sehr schön formuliert. Wunderbar. Wenn du möchtest, trotte gerne rüber zum Chatmod und lass dir den Nasenring entfernen. Ganz liebe Grüße. Das ist der Handwerker. Hier an Land, bitte. Das ignorieren wir, weil in Vulkannähe. Dschungel hier entfernen, hatten wir uns überlegt, ne? Hier vorne hin. Hier gibt es im Augenblick nichts zu tun. Und einmal an Land und weitere Modernisierungen bauen. Was ist am wichtigsten? Nahrung, Produktion, alles auf einmal, Reisressource anschließen. Wein haben wir schon genug, hilft der Stadt lokal nicht. Einen weiteren Karaoke-Hügel bauen, das könnte helfen. Fisch anschließen. Sägewerk hier, es gibt so viel zu tun hier. Das ist ja unfassbar. Erstmal überhaupt an Land, bitte. Mit ihm hier auch gleich an Land.
Und wieder eine Runde weiter. Haben wir genug Wohnraum in der Stadt? Ja, genug. Eine Runde weiter. Nochmal Wein anschließen. Nochmal eine Runde weiter. Haben wir alle Luxusressourcen, die wir brauchen? Ja. Zitrusfrüchte laufen in 4 Runden aus. Liebe Leute, kann mich einer von euch in Runde 206, im Augenblick haben wir Runde 202, daran erinnern, dass wir von Gilgamesh den Zitrusfrüchte-Deal erneuern müssen? Auf wen kann ich mich verlassen? In 4 Runden, Runde 206, Zitrusfrüchte-Deal. Bitte einen. Wem verleihe ich die Ehrennadel des gelben Anklebezettels, eines Post-it-Zettels? Wer möchte den Posten zum den Orden zum heiligen gelben Post-it-Zettel von mir verliehen bekommen? Hamstermann, danke an dich, melde sich freiwillig im Chat. Liebe Danke an dich dafür und fürs 29. Abo. Vielen Dank. War dein bestes Alter? 29? Und bei mir? Wüsste ich gar nicht. Hamstermann freut sich mit den bescheidenen Worten. Oh no! Ganz liebe Grüße an dich, nochmal danke und auch fürs Abo hier. Austrian, nochmal danke. Eine Runde weiter. Eisbär assistiert dir. Hast du gerade gesehen? Hinter der Minibar hat er sich versteckt. Da bekommst du ihn. Xyxylind, danke dir fürs 4. Abo und dich. Danke dir. Danke. Oh, das ist jetzt aber ganz schlecht. 2 Bürgerpunkte. 2 Bevölkerungsverlust in der nächstgelegenen Stadt wegen eines mega kolossalen Ausbruchs. Das ist hier vorne passiert. Heftig. Tote. 2 Bevölkerungsverluste in Silver Sea? Glaube ich, ne? Ich denke ja. Wir rekrutieren Horatio Nelson, einen großen Admiral. Oh, das ist cool. Baut irgendwo in einem Hafen. Ein Leuchtturm und ein Werft, wenn wir ihn auflösen. Da sollten wir eventuell. Alfred Nobel ist cool. Den kriegen wir vielleicht von alleine, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Das brauchen wir. John Spielsbury. Und da kommen wir leider nicht ran. Ein Spielzeug, extra Annehmlichkeiten. Und den Wundertyp hätte ich gerne. An dem kommen wir vielleicht eher ran. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Industriebezirke. Wir holen uns erstmal den Kollegen hier. Einmal Amphitheater. Dann ein Kunstmuseum hier vorne. Und weiter. Ein Barbarencamp hier oben auslöschen. Sag mal Leute, Weltkongress läuft ja nicht mehr lange, ne? Der aktive Effekt, dass man Einheiten billiger bauen kann. Für die Hälfte der Produktionspunkte. Sollte man das in einer Runde nutzen und mal irgendeine Militäreinheit irgendwo einstellen, die dann hier oben aufräumen geht? Weil wir haben da auch den Nationalismus erforscht. Oder? Dadurch können wir Kurs bilden. Zeitalterwechsel ist in 5 Runden. Kurs bilden, Flotte bilden, Zeitalterpunkte bekommen. Danach und hier oben rauf und hier ein paar Einheiten rekrutieren beim nächsten Bauprojekt. Politikkarten auswechseln, mit im Bonus sollte das blitzschnell gehen hier. Mein Tipp wäre Musketenpikeniere, wenn man die bauen kann, aber die kosten keine Panzerabwehrmannschaft mittlerweile schon. Die kosten keine Ressourcen. Hätten wir in 5 Runden so gebaut und gleich können wir die in irrem Tempo bauen, mit einer Politikkarte. Bauen wir ein paar, fassen die zusammen zu einem Chor, dann kosten die, sind die stärker und kosten auch nur 4 Unterhalt. Bin ich sehr für. Machen wir auf jeden Fall. Ja? So, und hier bauen wir noch ein bisschen. Die Eisenbahn weiter aus. Hier geht's jetzt hin, bitte. Für einmal buddeln. Weiteres Artefakt. Und es ist? Aus der Antike. Wir haben jetzt 2 aus der Antike. Wie doof. 2-mal Antike und Eleonore.
Das ist doof. Das hätte ich mir anders gewünscht hier. Hier vorne reparieren, hier vorne gleich Sägewerk setzen. Hier eventuell roden. Horatio Nelson, den wollten wir auflösen und der machte in einer Stadt mit einer Royal Navy Werft, mit einem Hafen, dass eine Werft entstand und ein Leuchtturm, ne? Das konnte er einmal machen. In welche Stadt hat noch nichts? Hier ist ein Leuchtturm im Bau und das wäre eine Option. Da könnten wir den einmal rausnehmen. Hier vorne haben wir schon alles fertig, ne? Leuchtturm und Schiffswerft sogar schon. Hier vorne, glaube ich, Leuchtturm ja, Schiffswerft auch schon. Charles Darwin. Wenn die Werft fertig ist, hier einmal durchbauen. Den bräuchten wir erst in 12 Runden. Und hier wäre hier oben sofort in Frostpunk. Leuchtturm ist ein bisschen angebaut, aber ich würde es unten machen, weil Darwin kaum Produktion haben wird, genau. Ja? Schlagen auch andere vor. The Silent schlägt es vor, North Bowman, Professor Pantera und so weiter und so fort. Dann machen wir das. Weil ihr wisst das, ich mache ja grundsätzlich, wenn ich hier irgendwas spiele, immer nur das, was der Chat mir vorschlägt. Ich habe niemals eigene Ideen. Ich setze mich auch niemals durch gegenüber Ideen aus dem Chat. Deshalb setze ich das so eins zu eins jetzt mal um hier. Einmal rüber beamen, bitte. Ach, da ist schon ein anderer dran. Den beamen wir jetzt hier vorne hin, das geht am schnellsten. Und wenn man Charles Darwin an den Galapagos Inseln einsetzt, sah das ein Steam Achievement, heißt es. Echt? Aber das ist Horatio Nelson, das ist nicht Charles Darwin. Hier hat der Vulkan viel kaputt gemacht. Das würde ich aber im Augenblick nicht reparieren, da geht uns nur der Handwerker bei drauf. Aber der kann schon mal bereitstehen hier. Ein weiterer Cahokia-Hügel. Ob dann auch die Finken über den Bildschirm flattern, wird ein Stück Naturgeschichte hier zelebriert. Kann gut sein, ne? Eisenbahn weiter ausbauen. In den Osten. Nee, lieber nach oben hin, ne? Da können wir mehr Städte miteinander verbinden. Ach. Ist eigentlich egal. Und noch, hier ist schon ein Kahuke-Hügel. Hier kommt der zweite. Wir sind nicht mehr so zu rennen im Cahokia anscheinend. Doch. Warum kann ich hier keinen Cahokia-Hügel bauen? Man kann auf Tundra doch welche bauen. Wo ist mein Denkfehler gerade? Leute, ich brauche euch mal kurz. Ach, weil die nebeneinander stehen, genau. Man kann die nicht nebeneinander setzen, stimmt. Wohnraum geht so, dann bauen wir mal hier oben ein Sägewerk hin. Handwerker hier. Hier vorne einmal Mais, bitte. Dem machen wir jetzt eine Handelsroute Richtung London. 5 Nahrung, 4 Produktion. Und jetzt sollte Bologna schnell wachsen. In 2 Runden der nächste Bürger hier. Wie zufrieden sind unsere Leute? Okay, kann man mitarbeiten. Ich entferne eventuell nachher eine Weizenressource. Einmal Wein anschließen, was wir schon haben. Alles klar, eins weiter.
Gleich gibt's Öl, ja. In einer Runde. Ideologie wird gleich auch freigeschaltet. Da können wir wieder Politikkarten Bastelaktionen machen. Mal schauen, wie hier mittlerweile in Gallien die Loyalität aussieht. Schaut mal hier. Plus 1-1 nur noch. Wir könnten da Spione hinziehen, die Loyalität abziehen. Immer so einen einmaligen Boost, um das nachher zu beschleunigen. Aber wir sollten erstmal abwarten, wie das im Zeitalter gleich aussieht. Sobald wir die große Werke ausgestellt haben in beiden Städten, wird das sogar nochmal ein bisschen spannender. Kohle für offene Grenzen. Offene Grenzen hätte ich gerne, die können wir aber doch nicht gegen 20 Kohle. Also gerne beidseitig, da habe ich keine Probleme. Ein bisschen Gold. Hat keinen Honig. Honig wollen wir ihm nicht geben. Seine Städte sollen nicht zufriedener werden. Zwei Kohle. Zwei Kohle, offene Grenzen beidseitig. Eine Botschaft. Genau, Spione können Gouverneure ausschalten, aber da war ja kein Gouverneur vor Ort in dieser Stadt, Shankoku. Und da ging es nur darum, Loyalität zu reduzieren, aber ich glaube, es war kein Gouverneur vor Ort. Nochmal ein Zeitalterpunkt. Klassenkampf, Inspiration. Kunst besteht darin, die großartigen Energiequellen der Natur zum Nutzen und zur Annehmlichkeit der Menschheit zu lenken. Richtiger Hinweis im Chat, hier ist doch ein Gouverneur. Sonst wäre das Symbol hier nicht. Wir können nur nicht erkennen, welcher es ist. Habe ich übersehen. Danke für die Hinweise an Zwergestern und ja, an dich genau. Und an Shankoku. Öl, wir wissen gleich, wo Öl ist. Wir können Ölquellen am Land errichten, am Wasser allerdings noch nichts machen. Kriegsschiffe wären baubar. Es hat sich gezeigt, dass kein System, so unmenschlich es auch sein mag, ohne eine Ideologie weiter bestehen kann. So, und hier vorne, noch ein weiterer Spion wäre baubar. Die Karte nutzen wir sofort gleich, den 5-Jahres-Plan Wirtschaftskarte. Und das könnte eventuell jetzt der Anlass sein, um die Monarchie rauszunehmen und zur Handelsrepublik zu wechseln. Das könnte eventuell sogar kombinieren hier mit der Kanonenbootpolitik. Karte, weil wir jetzt mehr grüne, interessante Karten haben. Vielleicht sogar Spionkarten, die wir einsetzen hier. Und das ist auch spannend, die ersetzt eine andere. Nächste kulturelle Forschung. Kommunismus. Eine erste coole Regierungsform. Der Zukunft mit mehr Politikkartenslots. Bringt uns sehr viel Wissenschaft auch und sehr viele Produktionen. Und wir haben sehr viele inländische Handelswege, die wir durch die Kollektivierung nochmal massiv boosten könnten. Der Weg dorthin führt über den Naturschutz und den wiederum, da bekommen wir die Inspiration. Also drei Forschungsrunden geschenkt, dadurch, dass wir ein atemberaubendes Wohnviertel fertigstellen. Und das haben wir in zwei Runden. Das heißt, wir haben in geschätzt 4 Runden den Naturschutz. Und danach geht es weiter Richtung Kommunismus, okay? Politikkarten wechseln. Viele Karten haben sich gerade erledigt, die sind also veraltet, deshalb ist auch der Stadtstatus, die Anzeige hier, gleich ein bisschen verschoben. Was würdet ihr davon halten, wenn wir wechseln jetzt von der Monarchie in letzter Minute auf die Handelsrepublik? Dann bekommen wir nach dem nächsten Zeitalterwechsel, wenn wir ein neues Gebäude bauen können im Regierungsplatz, als Vermächtniskarte. Nicht mehr die Vermächtniskarte angeboten von der Monarchie. Das ist immer der obere der beiden Bonusse. Also ein Wohnraum pro Stadtmauer und 2 Gunst pro Renaissance-Mauer. Sondern stattdessen bekommen wir angeboten 10% mehr Gold in allen Städten mit etablierten Gouverneuren.
beides ist cool, aber wenn wir auf Diplomatie-Sieg gehen wollten, wäre das hier sensationell. Machen wir ja nicht. Obwohl, man weiß nie, wie es sich entwickelt. Handelsrepublik würde ich aber eher machen. Wozu brauchen wir die ganzen Militärkarten jetzt? Wir wollten eine Militärkarte reinnehmen, mit der man die Militäreinheiten wollten wir jetzt bauen, ganz schnell noch, ne? Okay. Bauen wir jetzt schnell ein paar Militärkarten? 4 Runden lang? Ja, ne? Liebe Leute, Monarchie oder Handelsrepublik? Hätten wir denn 2 grüne Karten, die wir auf jeden Fall einsetzen wollten? Also wenn wir die Monarchie rausnehmen, dann könnten wir problemlos Kanonenbootdiplomatie. Und das kombiniert mit der Monarchie und 50% mehr Einfluss bedeutet, dass wir 6 Einflusspunkte pro Runde generieren sogar. Im Augenblick. Normalerweise geht das nicht in der SIF-Partie, Kanonenboot-Diplomatie zu kombinieren mit der Monarchie. Weil, oder geht das? Weil das irgendwie später kommt, wenn man nicht mit zufälligen Forschungsbäumen spielt, bin man nicht sicher. Auf jeden Fall wäre das ultra cool hier. Das wird uns auch Gold bringen, das wird uns, wenn wir auch Spione gehen, mehr bringen. Wir bauen aber jetzt gerade Militär, das ist egal. Wir könnten Handelskonföderation und Kanonenbootpolitik kombinieren. Wir brauchen auf jeden Fall immer noch die Bedienstetenkarte. Und wir brauchen 2 Militärkarten. Wir brauchen nämlich auch, dass man... die Einheiten schneller bauen kann. Wir brauchen die Großarmee und die Bediensteten. 2 rote Karten. Würden wir wechseln auf die Handelsrepublik, müssten wir also auf den einzigen Jokerplatz eine Militärkarte draufpacken und hätten nur 2 Wirtschaftskarten. Das macht keinen Sinn. Wir bleiben bei der Monarchie und gehen bei den grünen Karten rein auf die Kanonenboot-Diplomatie, kombinieren das mit dem 50% Bonus. Wir nehmen bei den Militärkarten, wie besprochen, rein, dass wir jetzt mal ein paar Musketenpikiniere bauen und die zu Kurs zusammenfassen und diesen kleinen Kontinent da mal erkunden, den wir dann in der Mitte der Karte haben, wo wir noch nicht wissen, was im Landesinneren liegt. Wirtschaftskarten, die gerade freigeschaltet worden ist. Der 5-Jahres-Plan fasst zusammen den Nachbarschaftsbonus Verdopplung für Campus und Industriebezirk. Und damit den Hafenbezirk. Verdopplung, Schiffswerft, doppelte Produktion, ganz viel Geld. Jetzt ist nur die Frage, ob wir dieses republikanische Vermächtnis drin lassen. Ja, lassen wir drin. So, okay. Ich würde das so machen. Nickt ihr mir das ab, Leute? Machen wir das so? Passt. Also wenn Eisbär schreibt, es passt, dann reicht mir das völlig aus. Herr Unliebsame, sprich mich mit Jupp an. Ich heiße nicht Jupp, ich heiße WB. Oder bist du Heinkes-Fan? Ich habe das Nicken von in sich gut gesehen, so wird's gemacht hier. Jetzt bauen wir die coolen neuen Einheiten hier vorne. Musketenpikiniere. Wir haben noch 5 Runden bis zum Weltkongress und 4 Runden bis zum Naturschutz. In der Zeit bauen wir jetzt, wir haben im Augenblick im Weltkongress drin, dass man Militäreinheiten viel schneller bauen kann. Die Kosten nur halb so viel Produktion wie sonst. Und von den geringeren Produktionskosten wiederum, wir erzeugen auch 50% mehr und müssen andererseits weniger haben, weniger erreichen. Beide Effekte hier. Wir gehen hier rein mit einem schnellen Musketenpikinier einmal. Eine Panzerabwehrmannschaft sogar. Sind genau die 4 Runden. Passt perfekt. Der Archäologe wäre eigentlich sehr wichtig. 3 Runden, okay. Einmal Panzerabwehrmannschaft. Die sind ja in der Nähe zu dem Kontinent, den wir aufdecken wollen. Einmal Panzerabwehrmannschaft. Kohlekraftwerk. Einmal Panzerabwehrmannschaft. Dahinter. Da können wir 2 Kurs bilden, mit denen ziehen wir hier oben rauf und mischen hier im Alleingang alles auf. Sollen wir, falls die Gallier gleich Amok laufen, der ist nicht mehr so gut gelaunt uns gegenüber, auch hier ein paar Truppen im Osten haben,
Für alle Fälle, dass Ambiorix und sein Kumpel Asterix es nicht mögen, dass wir versuchen, die gallischen Städte an uns rüber zu ketten. Ich glaube ja, ne? Fabrik hier vorne, Kohlekraftwerk produziert Strom, das ist zu wichtig, Kunstmuseum. Panzerabwehrmannschaft, 3 Runden. Einmal. Wohnviertel brauchen wir, Theaterplatz. 4 Runden, passt auch. Ich hätte gern ein zweites Chor hier vorne, im Osten noch. Das kann irgendwie nicht schaden, finde ich. Es ist allerdings kein Muss. Panzerabwehrmannschaft hier. Und könnte auch 2 hintereinander hier reinpacken. Panzerabwehrmannschaft hier, vor dem Archäologen, okay? Dann haben wir 2 Landkurs gleich im Osten, 2 im Westen. Wir haben die Gallier als einen einzigen potenziellen Feind. Die Gallier grenzen hier an uns an und auf der anderen Seite hier vorne. Und würden wir, rein hypothetisch, würden wir die Gallier aufwischen? Ich hab's nicht vor, aber man weiß ja nie. Dann hätten wir ein Reich, das rund um den Globus reicht, in dem niemals die Sonne untergeht. Von Ost nach West, alles wäre pink. Gegen uns wäre Barbie eine Amateurin. Alles wäre rosa. Kriegt man dafür ein Achievement? Ein Steam-Achievement, Barbie zieht in den Krieg.